Schon fleißig am Mischen. Was tun wir hier? Die ersten werden schon rausgeschmissen. Genau, die ersten werden schon rausgeschmissen. Ob das die Rechtmäßigkeit der Verlosung beeinträchtigt, werden wir niemals herausfinden. Ingo, was verlosen wir heute? Wir verlosen heute viele Items aus unserem wunderschönen Lotterieturnier. Wir haben hier so knapp 14.000 Lose drin. Die unser Praktikant im Schweiße seines Angesichts auch das. Gut. So. Wir halten fest, alles geht mit rechten Dingen zu. Ja, die ersten werden unter den Tisch geworfen. Nein, da sind keine. Kannst ja mal unter den Tisch füllen, da sind keine. So. Was verlosen wir als erstes? Wir verlosen einen kombinierten Herbsthandschuh. In der Master-Version ab 101. Gut, dann. Mit 6 Stats, 2 Sockeln, glaube ich. Ja. Viel. Viel. Toll. Gut. So, dann bekomme ich jetzt noch ein Tüchlein über den. Das Tellerli. Das Eimerli. Das Eimerli. Greift jetzt einmal rein. Er greift jetzt einmal rein, er mischt nochmal. Man sieht ihm die Anstrengung an. So, schauen wir nochmal. Das ist schon hier hohe Kunst, die wir machen. Und der fröhliche Gewinner ist. Server Waller. SV Babelsberg 07. Berti. 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 Lass mich Berti direkt fixieren. So. Tada. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Berti. An Berti. So, dann machen wir weiter mit einem kombinierten Schuhen. Noch geht alles mit rechten Dingen zu. Ich habe hier so viel los in der Hand. Welche nehme ich jetzt das hier? Ich. Sehe Entschädigungsforderungen im Forum. auch wieder Waller. Kuschelbienchen. Kuschelbienchen kriegt die kombinierten Schuhe. Einmal die Schuhe für Kuschelbienchen. Ja, das ist schon vorgekleistert. Ah, oh, sehr gut. Das ist ja Hightech. Ich probiere mich an effektiven Arbeiten. So, wir kommen zum Typhoon Driver. Typhoon Driver GR 10 Grad. Was macht der Ingo? Der Typhoon Driver ist mit der beste, den wir bei uns im Spiel haben. Und der Typhoon Driver R 10 Grad hat halt eine niedrige Flugkurve, ist dementsprechend nicht so wind- und wetterabhängig wie andere Schläger. Und dieser geht an? Auch wieder Waller. Daniel Unterstrich. Daniel Unterstrich. Wir halten fest, Daniel Unterstrich gewinnt den Typhoon G-Driver. So, dann machen wir hier mal weiter. Jetzt mitmachen, Gewinne. 10,5. Mitmachen Typhoon lohnt sich. Geht an General-Matze. General Matze. Auch Waller. Waller. Oh, oh. Oh, um Gottes Willen. Nein, beide bekommt er nicht. So, derselbe Getreiber mit einem Loft von 11 Grad. Ingo, unsere hübsche Glücksfee. Ja. Yeah. Oh, der geht nach Hollit. Robo Ruby. Robo Ruby. Herzlichen Glückwunsch. Das hat ja schon was von der Auslosung des DFB-Pokals. Ja. So, dann schauen wir doch mal, wer noch Heimrecht hat. Ich mische auch noch mal durch. Wir kommen zu den Magea Plus. Genau. N5.5, 215 Loch. Ein wunderbarer Preis. Das heißt, mitmachen lohnt sich. Fangen an, Waller. Kalle FN. Kalle FN. Das ist der Hammer. Wahnsinn. Also was hier ausgespielt wird, kann man schon sagen, Ingo, ist schon. Das sind Mörderpreise. Das sind schon Mörderpreise. Ja. Ja. So, wir haben mal wieder Hollit. Unseren D. Schröder. D. Oh, das wird unscharf. D. Schröder, okay, ja, D. Schröder. Das ist nur, weil Ingo so blendet. Nee, das ist das Objektiv. D. Schröder. Ja. Weiter geht's. Voila, und zwar geht das an Pumbar. Pumbar. Pumpar, besser gesagt. Pumpar. Ja, da möchte man auch wissen, was das heißen soll. So. Ich mische jetzt nochmal. So, ich drehe das mal alles um. Genau.
Ja, das los. Ich höre die Rufe nach Entschädigung. Hollit. Hauwech 74. Hauwech 74. Alles eine Richtigkeit. So kleben wir da gleich mit hin. Jubelschreie ertönen durchs deutsche Land. Und natürlich Österreich und Schweiz auch. Richtig. Und Spanisch. Walla, da haben wir jetzt Atava. Atava. Auch nochmal hier der Magier. Zu dem Magier. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's mit Magea, diesmal die kleinere Variante. Genau. Dasselbe Magea, 150 Loch. Hier sind ein paar unzertrennliche Lose. Unzertrennliche Lose. Ich muss nochmal durchmischen. Fast so gut wie 6 Stunden Gamescom. Und da hat einer richtig Glück. Ich habe nämlich jetzt hier wieder Hollit. Nee. D. Schröder. Nein. Entschädigung. Ja. Das ist natürlich Fahrt. So, herzlichen Glückwunsch, D. Schröder. Was hat er gedacht? Der hat ja schon 400 noch in 5.5. Mensch. Das ist ja der Hammer. Dann, ich mische nochmal durch. So, mehrere Runden spielen lohnt also doch. Mitmachen lohnt sich. Oha, voilà. RPZ Rix. RPZ Rix. Ripzig. Wie immer wird diese Liste natürlich auch veröffentlicht. Ja, wir nageln sehr die Bürotür, kann sich. Das dritte Magea N5.5 150 Loch. Oh, ich habe 2 in der Hand. Nein. So, ich habe hier Bernie HSV von Hollit. Bernie HSV. Nicht für unsere Bremer Fans, ja? Das ist in der Tat. Das ist natürlich. Passt nicht ganz ins Bild. Ein Tropfen auf dem heißen Stein bei der aktuellen Finanzlage des Stellinger Sportclubs. So, gehen wir mal weiter. Voilà. Merz. Hallo Merz und herzlichen Glückwunsch zu einem Magea N5.5 für 150 Loch. So. Also es geht ja auch, muss man sagen, ganz schnell voran. Nicht, dass hier Langeweile aufkommt. Nächster Gewinner. Voilà, Mr. Kevin. Man muss ja sagen, wir haben doch einen leichten Überhang bei Waller-Spielern. Da ist wohl die Teilnahmequote größer gewesen. Ja, prozentual. Prozentual passt das noch. Ja. So. Waller, Spuk. 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 Spock. Spuk. Spock. Live long. And prosper. Spuk. So. Schauen wir mal weiter. 4 Stück fehlen noch. Alphabetisch. Das ist so aufregend, meine Damen und Herren. Walla, wie wäre? Wie wäre es dann mit einem weiteren los? Jetzt werden hier aber die Sachen rausgeholt. Weiter geht's. Walla, App 789. EB789. Und das schreit nach einem immer dieselben. Ja. Ich sehe einen Proteststurm von Usern vor unserem Eingang. Weiter geht's. Walla. Rolli 33. Rolli 33. Oder auch Rolli. Rolli ist 33. So, und für das letzte mische ich nochmal durch. Oh, das ist jetzt. Da steht ein Hollit. Hollit, Lobo 85. Lobo 85. So, damit sind die 10 Magea plus N5 von 5.550 Loch, schweres Wort, auch verlost. Wir gucken hier nochmal aufs allgemeine Tableau. Nichts wird dem Zufall überlassen.
Weiter geht's. 10 Magea plus N5, 250 Loch. Ich mische noch mal durch, damit wir die auch von unten. Ich greife jetzt mal nach ganz unten. Wie tief geht das denn noch? Kommen andere Assoziationen hoch. Der Eimer endet an der Tischplatte. Hast so, voilà. Doppelpaar. Doppelpaar. Ein doppeltes Pärchen. Dann sind hier dann vier. Unfassbar. Die müssen sich dann aber ein Magea plus N5 teilen. Schreit nach Double Accounts. Voilà. Havanna 1. Havanna 1. Ist mir sympathisch. Na, Havanna 3 wäre auch gut. 7 ist besser. Ja, voilà. Jetzt passt es, denn wird wohl mal was werden. Oh, das ist was geworden. Es ist was geworden. Da war der Name Programm. Ja, den habe ich sehr häufig ausgeschnitten. Wir wollen nochmal sagen, dass das hier natürlich das Werk unseres allseits geschätzten Praktikanten war. Ja. Wir gedenken an dieser Stelle auch vier Scheren, die wir dabei vernichtet haben. Voilà, Kondensky. Kondensky. Man muss schon sagen, unsere Userbase ist, was die Usernamen angeht, äußerst kreativ. Oh, ja. Schauen wir doch mal weiter. Wen haben wir denn hier? Voilà, Mike1802. Mike1802. Vielleicht auch 18.02. Vielleicht ist da ein Zusammenhang zu finden. Das könnte dann... Ja, 1802 geboren halte ich für relativ unwahrscheinlich. Damit ist nicht zu rechnen. Voilà, Yogier 2. Yogier 2. Mensch, also, dass du das noch schaffst vor deinem Trip nach Korea, das ist schon... Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann, nicht? Ja, das ist wahr. So, und wieder Valla. Pago 1520. Pago 1520. So, das dürfte nur einer sein. Wen habe ich denn da? Chrysanta. Chrysanta. Chrysanta Valla. Chrysanta. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir haben ja noch ganz wunderbare weitere Preise. Ja, geht gleich noch weiter. Doch zunächst. Und auf Valla haben wir Henry Hawk. Henry Hawk. Herzlichen Glückwunsch. Wir wollen klarstellen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen der linken und der rechten Spalte. Ja. Nicht, dass da das Beschwerden kommen. Politisch motiviert. Richtig. Voilà. Russia. Russia mit oder dem Euro. Rascheuro. Was auch immer. Er gewinnt. Ebenfalls. So, das war der erste Teil. Weiter geht's nach einer kurzen Werbung. Jetzt kommen wir zu den Auslosungen des Paula Creamer Avatars. 10F. 10F. Und Ingo, unsere Glücksfee. Oder steht was von Hollit? Dingeling. Dingeling. Wo haben wir Dingeling? Dingeling. Dingeling kriegt Dingeling. Den ersten Avatar. Hallo, kurz. Bisschen Kleber von den Pfoten weg. Wissen deswegen schmier ich das Blatt an, damit ich den Kleber nicht wieder Pfote habe. So, dann habe ich hier wieder Waller. Oh, Live Long and Prosper. McCoy 888. Das ist schon wieder Star Trek. Nein, wir sind nicht bei Disney. Die Pille. 888. Unser guter Leonard. Hollit. Blubberbubble. 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 Übrigens auch ein Teilnehmer, der mit in Köln gewesen ist, eben beim Regionalfinale.
Auf der linken oder der rechten Seite der Bühne? Da müsste ich nochmal die Bilder durchgucken. Ich vermute sowohl als auch. Ich versuche dieses traumatische Erlebnis nicht mehr in Erinnerung zu rufen. Okay, versuchen wir es mit Walla Benchman. Damn, Benchman. Kommen Sie ruhig rein. Das war unser Grafiker. Ja, der wollte auch mal dazu stoßen. Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Auslosung natürlich seitens eines Notars begleitet wird, der hier sich davon überzeugt, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Er liegt unterm Tisch. Genau. Und überprüft, dass da kein doppelter Boden ist. Richtig. Genau. Ist das los in Ordnung, Herr Notar? Okay. Ja, das ist in Ordnung. Walla, Schöppi 1. Schöppi 1! Wundervoll. Und... Wir danken den Nutzern, die jetzt die 10 Minuten soweit schon mal durchgehalten haben. Bleiben Sie dran, vielleicht fällt auch noch Ihr Username. Auf Walla haben wir wieder einen Avatar. Blue-Achim. Blue-Achim. Ich möchte jetzt nichts Verkehrtes sagen, aber ich glaube, Blue-Achim kommt aus einer Stadt, die niemand kennt. Ist sie bei Bremen südöstlich? Das hagelt wieder Support-Tickets. Ja, ich sehe es kommen. Ja. Bitte schon mal extra Aushilfen einstellen. Walla, Sami Boy. Sami Boy. Sami Boy. Oder auch Sammy Boy. Man weiß es nicht. Auch hier der Paula Creamer Avatar. So, ich kann jetzt sogar ganz unten. Irgendwo willst du dich nicht hinsetzen. Oh, nö, so stehen die so schon gerade angehen. Kann man hier ein bisschen bewegen? Wenn du möchtest, darfst du mir die auch anreichen. Dann klebe ich die auf, während du das nächste siehst. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir doch Frank B. Frank B. Walla. Walla. Frank B. auf Walla. Ich habe gerade in der Hand. So. Walla. Ja, ob wir den finden? Platte Schlange? Die platte Schlange. Die ist jetzt wirklich platt. Nochmal Walla. Kreskan. Kreskan. Ich mische dann nochmal durch, damit ich habe in letzter Zeit so viele Walla spiele. Ja. Meinst du, jetzt liegen die Hollet-Spieler oben und musst sie nochmal nach unten mischen, oder wie? Genau. Ja, siehst du? Hollet, Black Devil. Black Devil. Der schwarze Teufel. Ja, hat geholfen. Hollet. Ellie 25. Ellie 25. Glückwunsch, Ellie. Ab sofort im hübschen Rosa. Ah, Walla. Netter Nick, das Pforzkissen. Das Pforzkissen. Aus Pforzheim vielleicht? Man weiß es nicht. Walla? Boomibär? Boomibär! Boomibär! Das ist also ein weiterer Einblick in die Geheimnisse von Shot Online. Walla. Der Uwe! Gesucht wird der Uwe. Der Uwe! Ich warte ja ständig darauf, dass jemand irgendwie anruft und sagt, Germany, du Spawn. Walla. Bad Winky. Bad Winky. Bad Winky. So, dann haben wir Walla. Soundmaxer. Soundmaxer. Walla, Duffy 600. Oh, Duffy 600. Wieder Walla. Lobo. Lobo. Ich möchte mich davon überzeugen, dass sie auch nicht transparent ist. Also man kann wirklich nicht sehen.
Waller. Roli 33. Hatten wir den nicht schon? Hatten wir Roli 33? Ich meine, wir hatten Roli 33 schon. Ja, Roli 33. Ja, herzlichen Glückwunsch zum zweiten. Meine Güte. Da sind aber einige vom Glück geküsst. Wie viel haben wir denn schon mit 11? Das kann ich dann auch mal irgendwann auszählen. Zu wenig, denke ich mal. So, gehen wir mal weiter. Walla, Golf-Goalie. Golf-Goalie. Was macht ein Golf-Goalie? Ein Golf-Goalie steht vermutlich vor dem Loch und in den Ball. Oder am Eingang vom Kurs. Okay, dann kommen wir los. Hollit, LJ. Elliot. Elliot. Entschuldigung, meine Drogen lassen. Halt. Nicht, dass die Menschen denken, wir würden hier Betäubungsmittel konsumieren. Walla, das wünscht sich eigentlich jeder bei diesem dicken Namen. One Putt. One Putt. So, ich muss mal kurz rausgucken und unsere User teilhaben lassen an diesem wunderbaren Panorama hier in den, über den Dächern von Berlin. Ihr seht, wir haben das Wetter nicht beeinflusst. Kein Regen. Ja, die Wettermaschine steht in einem anderen Raum. Sternchen, 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 Christiane, Sternchen, 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 1971. Christiane, 1971. Das ist ja ein Ding. Herzlichen Glückwunsch auch dahin. Christiane. Ja. Nicht alle auf einmal. Das waren vier, da muss ich nochmal mischen. Ja, das soll so nicht sein. Oh, ich habe dein Geld vergessen. Müssen wir nochmal neu anfangen? Ja, nein. Auf meinem Zettel hinten gehen. So, Walla, ein typischer Golfer-Nickname. Eishockey 96. Eishockey 96. Ja. Ihr habt alle den passenden Film dazu nicht gesehen. Das klingt auch irgendwie brutal nach einem Passwort, wenn ich ehrlich bin. So. Und wieder Walle und schon wieder ein Uwe, aber nicht der Uwe, sondern der Job-Uwe. Job-Uwe! Ja, der Job-Uwe oder ist der Erste, der eine Avatar-Verlängerung 7 Tage gewinnt. Denn die haben wir jetzt hier gerade ausgelost. Richtig. Traumhaft. Surgeon 2000. Surgeon. Surgeon. Der Chirurg. Surgeon 2000 war das. Surgeon 2000. Das könnte unter anderem nach einem britischen Kapellmeister für elektronische Tanzmusik benannt sein. So, Walla, ich weiß nicht, ob wir den Namen schon einmal hatten. Bad Winky. Bad Winky! Das gibt's ja nicht. Das schreibt bestimmt nach Schiebung. Entschädigung. Ja. Immer dieselben. So, den Avatar und die passende Verlängerung dazu hat er bekommen. Ja. So soll es sein. Ich habe mal wieder Hollit. Marquez. 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 So, noch 26 Verlängerungen. Puh, das sind ja immer 8 Minuten Video. Frisius. Frisius. Können die auch alle zukleben und dann einmal eine Handvoll draufwerfen? Das Kleben bleibt, bleibt gewonnen. Das wäre quasi ein Wink des Schicksals. Walla, Degus 5.1. Degus 5.1. Da vermisse ich die Steadicam. Walla, Bzi. 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 Ich dachte schon, der Gangnam-Style. Nein, Bzi, nicht Bzi. Ah. Ingo hat den ja extra geübt. Und wird das dann performen, wenn er, wenn er dann morgen in Seoul landet? Übermorgen. Übermorgen, Entschuldigung. Walla, The Mode. The Mode. The Mode. The Mode. Das ist schon The Mode. Ja, ja. So. Walla. Wir machen weiter. Coralli. Coralli. Sehr schön. Wir schreiten mit Riesenschritten voran. Jawohl, ja. Sind auch gleich schon. Wir sind gleich bei der Hälfte der letzten Ziehung. Und wieder Walla. Bambidi. Bambibi. Bambibi. Das klingt wie ein koreanisches Nudelgericht. Und damit haben wir ja Erfahrung. Das heißt Bibimbap, glaube ich. Das heißt Bibimbap, ja.
Wird auch meistens heiß gegessen, wie Böller, Hot Berliner. Oh, Hot Berliner. Ja. Das könnte auch, naja, lassen wir das. Voilà. Hein.heim. Hein.heim. Das könnte durchaus ein norddeutscher Nutzer sein. Wie kommst du auf das schmale Brett? Das hat er wahrscheinlich mit seinem Adlerauge 68 gesehen. Heute, muss ich sagen, ist das Level des Humors in diesen heiligen Hain äußerst ausgeprägt. Wo ist eigentlich... Hollit? Steff. Steff. Da haben wir ihn. Sehr schön. Oder sie, man weiß es nicht. Und... Oh. Tarzan-Boy. Oh Gott. Ein Tarzan, an der Liane so klingt. Ne? Dann hat man ihm was abgeklemmt. Ja, dann hängt damit was falsch. Genau. Hollit, PND Pauli. PND Pauli. FFO Heike. FFO Heike. Ob das Frankfurt oder ist? Weiß ich nicht. Das könnte auch irgendwas mit dem Gildennamen zu tun haben, da bin ich mir nicht sicher. Aber was für eine Gilde ist das? Kann ich nicht sagen, müssen wir nochmal nachschauen. Voila, the machine. The machine. The Maschine. Ach, ist das schön. So. Noch 12. Voila, Bad Boy is back. Bad Boy is back. Das war uns allen klar, nachdem wir dieses T-Shirt gesehen haben. Never too old to rock, yeah. Was ist das? So. Hollit? Floyd? Floyd. Unterstrich Floyd. Unterstrich Floyd. Unterstrich Floyd. Da fehlt ihm wahrscheinlich das Pink, wa? Man weiß es nicht. Vielleicht wächst das ja noch. So. Voila. Holy Mousy. Holy Mousy. Mhm. Da wird mir ganz anders. Voller Emotion läuft das hier ab. Ratzfatz 74 Voila. Ratzfatz 74 Voila. Damit das Erreichen dieses Levels meint? Wir danken denjenigen, die die 25 Minuten bisher durchgehalten haben. Noch haben wir 8. Voila, Rotschuk. Rotschak. Rotschak. Oder Rotschuk. Man weiß es nicht. Oder Rotkrug. Das kann natürlich auch sein. So, Voila, Janolo 14. Janolo 14. So. 6 Gewinner haben wir noch für die 7-tägige Avatar-Verlängerung. Voila, Shanghai. Shanghai. Ein hübsches Wortspiel. Und wieder Voila, Rayplay. Rayplay. So, noch 4. Rayplay schaut online. Wer ist noch dabei? Wer hat die Chance? Wer wird die 7 Tage extra? Voila, Chipmaus. Die Chipmaus. Augenscheinlich ein Fan des kurzen Spiels. Ist auch besonders wichtig. Richtig. Voila, Sky.de. Sky.de. Oh. Ich vermute da Schleichwerbung. Nein. Nein, niemals. Sky.de. So, noch 2. Hollit. Veronika. Veronika. Und last but not least hier in der großen Verlosungsaktion. Wer mag es sein? Wer wird das letzte Los ziehen? Voila. Rammelmeier. Rammelmeier. Rammelmeier, der krönende Abschluss dieser halbstündigen Zeremonie. Wir gratulieren natürlich allen Gewinnern.
sowohl für die Gewinne als auch für die Teilnahme. Und wir weisen nochmal darauf hin, alle Gewinner werden selbstverständlich auf unserer Webseite veröffentlicht. Richtig, Ingo? Wir werden auf der Webseite veröffentlicht und wir werden auch alle Teilnehmer im Abspann dieses Videos noch einmal erwähnen. Sehr schön. Dann danken wir Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleiben mit freundlichen Grüßen wie immer. Wir sehen uns im Spiel. Euer Aikanaro. Ciao.